Hallo und herzlich willkommen zurück zu Distant Worlds 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Leute, ich kann verstehen, dass einige von euch keinen Bock mehr haben und abspringen. Es gab jetzt zumindest zwei von euch, die haben auch einen Kommentar geschrieben. Einige machen es natürlich dann auch stumm. Aber glaubt mir, das Spiel ist es wert, dran zu bleiben. Es ist einfach super cool, wenn man es denn mal über diesen Punkt geschafft hat, wo man dann auch ja, die zweite Kolonie dann gebaut hat. Das heißt, raus aus dem eigenen System und so. Das wird dann richtig spannend und so. Diese Anfangsphase, die ist bei Distant Worlds so, dass sie schief gehen kann. Und jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat, der weiß das. Und wer es bei mir sieht, der hat ja auch den visuellen Beweis dafür, dass Dinge einfach schief gehen können. Und darüber hinaus sind tatsächlich viele Updates gewesen, die einfach auch die AI besser gemacht haben, also den Computergegner und die Intelligenz, auch die Piraten und so. Das ist alles inzwischen besser geworden. Deswegen muss man einfach ja ein bisschen ausprobieren und gucken und dann wird das aber schon. Aufgeben kann ja jeder. Deswegen machen wir hier weiter und ich hoffe, ihr habt auch weiter Spaß. Wir haben einen Spion, der ist erfolgreich entkommen, nachdem er was gestohlen hat, und zwar Starfighters. Sehr schön. So, wie sieht es denn eigentlich beziehungsmäßig mit den Piraten aus? Das würde mich gerade mal interessieren, sobald ich sie finde. Die sind bei minus 35. Okay, wir kommen also langsam wieder in die Reichweite, wo es dann klappen könnte. Wir erinnern uns, ab minus 30 können wir den Versuch starten, also können wir das Gespräch machen. Und dann nehmen sie es dann wahrscheinlich an. Ich hoffe es zumindest. Schauen wir mal. Wir gehen bei der Geschwindigkeit hoch auf vierfach. Und dann widmen wir uns nochmal den Stationen, weil, ja, mit der Erkenntnis und natürlich, Usul, Dankeschön, deine Wiederholung auch nochmal an der Stelle, mit der Erkenntnis, dass wir die Mining Locations ja nicht selbst bezahlen, macht es tatsächlich Sinn, alle Vorkommen zu erschließen. Schaut mal, hier ist relativ viel Stahl. Das sind wahrscheinlich ganz viele zusammenhängende Asteroiden. Wenn wir an irgendeinem bauen, verschwinden die meisten anderen auch aus der Liste. Wir machen das mal eben zuerst. Und zwar dann würde ich sagen, bei dem hier, weil hier ist ein Stahl jetzt dabei. Ja, wir werden leider wieder angegriffen. Die Merhart Mining Station. Das feindliche Schiff hat die Stärke 113. Sie ist nicht alleine gekommen. Ist noch ein zweites Schiff mit Stärke 43 dabei. Da kann sich unsere Base natürlich nicht wehren. Und da ist Piratenfraktion Nummer 3. Das ist wirklich interessant. Also minus 27, jawohl. Okay, ganz schnell Schutz hier. Und dann haben sie es angenommen. Nein, sie möchten es nicht. Sie möchten es nicht. Und das, obwohl wir bei minus 27 sind. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. So. 5800 Credits gestohlen. Und das sind jetzt die anderen Piraten. Die Menacing Rock Horde hier, diese, was sind das eigentlich? Die Boskara, genau. Ja, die sind sowieso sehr aggressiv. Aggression plus 40%. Ich will es noch einmal versuchen, Leute. Nein. Ist schon zu spät. Okay, gut. Also, Leute, wir müssen einfach militärisch aufrüsten und hoffen, dass die nicht wieder mit Superschiffen ankommen. Und uns einfach vom Himmel pusten, wie beim letzten Mal. Wir werden sehen, ob uns das gelingt. Und wenn nicht, Leute, dann starte ich nochmal neu. Das hat denn irgendwann guckt keiner mehr zu. Wir haben wieder was gestohlen. Und diesmal war es nochmal Starfighters. Das ist gut. Jetzt haben wir es schon zweimal gestohlen. Jetzt gucken wir mal rein. Jetzt könnte es nämlich sein, dass bei Starfighters schon so viel Fortschritt ist, dass sich das tatsächlich gleich mal lohnt aufzunehmen. Ich muss nur die Technologie mal empfinden. Starfighters... Zeig mir, das muss ja eigentlich bei den Waffen oben sein. Faszinierend. Offensichtlich
Da sind sie. Okay, guck mal. Zweimal gestohlen, haben wir zwei Drittel, kann man sagen. Noch einmal, dann haben wir sie komplett. Und ja, das sind dann einfach Module, die wir an Schiffe anbringen können. Aber nicht an jedem Schiff, sondern an Raumstationen. Da gibt es die Small Starfighter Bay. Die hilft uns dann schon ganz gut, denn sie verteidigt die Basen natürlich mit. Von daher, ich würde sagen, wo sie jetzt so schnell zu erforschen ist, packen wir sie auch rein. Und das andere ist dann halt für Interceptor- oder Bomberschiffe. Da können sie dann auch drauf geschraubt werden, hätte ich jetzt bald gesagt. Von daher interessant. So, wir haben bald die Fregatten, Leute. Dann wird es hoffentlich ein bisschen besser. Wir schauen mal. Wir lassen uns das jetzt hier nicht vermiesen. Und wenn es wieder scheitert, wie gesagt, ich bin bereit, es nochmal zu probieren. Sofern es denn noch geguckt wird. Weil wenn keiner mehr guckt, dann sage ich auch, nee, komm, was soll's, ne? Dann ist es halt eben nicht so. So, die Fighters sind da. Da haben wir schon 54%. Das ist wunderbar. Das geht also auch ruckizucki. Das sind die Basic, also die einfachen Gegenmaßnahmen. Laufen 230 Tage. Soll ich das jetzt nochmal crashen? Ich denke nicht. Aber gerade auch wieder einen Diebstahl hatten, lassen wir das mal sein. Aber wir bauen jetzt natürlich unsere ersten Schiffe. So, und zwar Venator oder Venator ist die. Ist das Schiffsmodell, ein Fregattenhüllenmodell, 4800 Credits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keine 8. So. Bis aufs Blut ausgegeben jetzt. So, sie haben wieder was überfallen, wieder die Station oben mit dem Kaslon. Argon, die scheint eh schon recht verteidigungslos zu sein. Das ging jetzt ruckzuck. Da kam direkt der Angriffsbefehl und der erfolgreiche Raid hintereinander. Und schaut mal hier. 1, 2, 3, 4, was habe ich jetzt gesagt? 8. Oh, jetzt habe ich ein Exploration-Schiff gebaut. Das wollte ich nicht. Den werden wir wieder rausnehmen. So. 8 Fregatten. So viele Fregatten hatten wir noch nie. Damit können wir, denke ich, was anfangen. So. Kurz Pause. Ach so, das ist schon die Meldung für das erste Schiff. Okay, ich war jetzt kurz irritiert. Alles klar, die erste Fregatte ist also da. Und die darf natürlich jetzt nicht irgendwas... Wo ist sie denn? Die ist auf Automatik gestellt, die bleibt jetzt auf Manually Control und die setzen wir hier hin. Und dann bleibt die erstmal da. Und wir machen jetzt eine Flotte mit dem Schiff. System Patrol Starships, cool. Also, Spione arbeiten gut. Erste Schiffe, die First Fleet, ist somit gegründet. Und alle Schiffe, die noch im Bau sind hier, schon zweites fertig. Was ist das denn passiert? Ach, das ist wieder, ne, die ist gerade fertig, die will da hinfliegen oder so. Egal, die packen wir alle mit zur Flotte natürlich. Und dann wissen wir hier, was los ist. So. Ich setze erstmal auf Do Not Engage, damit diese Flotte nicht anfängt, plötzlich hier Amok zu laufen. Flotte. First Fleet. Ich muss das nochmal ändern eben. Fleet Engagement Range. Engagement Range, do not engage. So, ich habe nämlich gerade das Schiff noch versehentlich gehabt. Flottenrolle ist manuell. Und ja, die Kontrolle ist jetzt halt auch manuell. Hotkey 1. Und dann einfach mal hier bleiben. So, ich möchte, dass die jetzt schön schnell fertig gebaut werden. Gott sei Dank geht der Schiffsbau relativ schnell. Die zweite ist schon fertig jetzt. Keine Ahnung, warum jetzt hier und hier auch noch was leuchtet. Also, weil die sind ja... Unsere Kolonie wird angegriffen. So.
Da muss ich jetzt aber sagen, das war wahrscheinlich ein Fehler, denn unsere beiden Brigaden sind verteidigungsbereit. Unsere Stärke ist 1047 gegen 68. Das war ziemlich blöd von ihnen, denn jetzt sind wir vorbereitet und ich gehe mal mit der Geschwindigkeit runter auf normal, dann sehen wir schon hier, das verlieren die gnadenlos. Mal kurz gucken, ob hier noch was anderes steht. Okay, Bound, Ground Combat, ja, alles klar. So, David, diesmal werden die leer, mit leeren Händen wieder gehen. Ja. Has been beaten. Ah, sie haben aber trotzdem 507 Credits mitgenommen. Aber hey, das ist viel besser als die Zehnfache, was wir beim letzten Mal mitgenommen haben. Das heißt, unsere Brigaden waren siegreich. Es ist ein großer Tag für die Menschen, die sich zum ersten Mal in einer Schlacht gegen die Piraten zur Wehr gesetzt haben und erfolgreich waren. Darüber werden noch lange Lieder gesungen. So, Geschwindigkeit setze ich wieder auf zweifach. Da ist die nächste Fregatte. Es ist alles wunderbar. Ich setze die mal ein bisschen ab hier, damit die aus dem Booster rauskommen. Ja. Und Flotte hat jetzt schon eine Stärke von 243. Ist schon mal nicht schlecht und durch bessere Waffen und so wird es natürlich dann noch deutlich höher. Apropos Forschung. Genau, die Basic Countermeasures, die können gleich alle schon wieder retrofitten gehen, die Schiffe einmal. Und das Target Tracking wird es natürlich auch nochmal verbessern. So, und dann haben wir jetzt diese Schiffe gesetzt, Kolonie und Tanker. Würde ich tatsächlich die Fighter noch eher vorziehen, aber am allerliebsten auch nochmal bei den Reaktoren schauen. Oder die besseren Deflektoren tatsächlich. Advanced Deflectors kommen dann rein. Und die Waffen werden wir dann auch gleich noch wieder verbessern. Constant Beam Weapons. Achso. Warte mal. Ah, da haben wir jetzt kein Geld. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld wieder verdienen. Das wird schon kommen, keine Sorge. Und wir bauen ein paar Basen. So. Weil da bin ich ein bisschen abgelenkt von worden durch den Piratenangriff. Meine Güte, wollte ich doch machen. Ich wollte doch Basen bauen. So, wir setzen jetzt überall einfach die Basen hin. Und dann setze ich jetzt hier hin in der Hoffnung, dass der einige von den anderen noch mit drin hat dann und dass die aus der Liste verschwinden. Schauen wir mal. Wir haben allerdings ein bisschen wenig Konstruktionsschiffe, allerdings auch gerade kein Geld, deswegen müssen die erstmal damit auskommen, was da ist. So, wenn alle Schiffe fertig sind, ist vielleicht auch schon diese Basic Target Tracking fertig, dann würde ich sie nämlich dann direkt einmal zum Retrofitten schicken. Die Gegenmaßnahmen sind schon fertig. Das Target Tracking dauert ein bisschen. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Ich habe ein gutes Gefühl. So, die ersten beiden Aufträge sind bereits an die Konstruktionsschiffe vergeben. Eigentlich bräuchten wir langsam bessere, mehr Explorer-Schiffe. Wir haben ja im Moment noch zwei. Die sind aber alle noch hier bei uns in der Morubi, im Morubi-Sektor. Obwohl die halt schon deutlich weiter könnten. Aber die machen halt natürlich erstmal das eigene System fertig. Das ist auch gut so. So, die nächste Fregatte ist fertig. So, wir haben wieder was gestohlen. Advanced Deflector ist ja sehr cool, denn das ist ja die Technologie, die wir schon reingepackt haben. Das heißt, die dauert dann gleich auch schon nicht mehr so lange. Das ist quasi ein kostenloser Crash-Research, kann man fast sagen. Super gut. Also, dass die Spione gut arbeiten, gefällt mir sehr gut. So, jetzt sind wir schon mal Stärke 405, Leute. Wir werden das wuppen diesmal. Glaubt's mir.
81, 84, 87, 91, 94, 97, zack, nächstes Schiff fertig. Ruckzuck geht das hier. So, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich noch zwei Schiffe dazu buttere. Wir können den Spaceport mal eben aufrüsten für 41 Credits. Das sollten wir generell machen. Das sind jetzt auch die Starfighter, nehme ich an. Die sind ja noch nicht da. Aber das Target-Tracking und so, das kommt natürlich auch den ganzen Stationen zugute. Deswegen gehen wir einmal zur Forschungsstation. Machen da auch das Retrofit. Den Spaceport haben wir gerade schon. Jetzt die Mining Stations. Alle einmal eben aufrüsten. Okay. Weiterlaufen lassen. So, jetzt haben wir einen neuen Admiral. Ihr wisst, was das heißt, ne? Ich meine, das macht die KI eigentlich automatisch. Im Schauen. Das müssen wir uns aber hier ansehen. Admirals da. So, wir haben sogar schon zwei. Das ist der General, sprich Bodentruppen. Der ist sowieso auf der Erde. Und der ist auch bei Terra Nova. Der ist jetzt halt gerade frisch gekommen. Das kann sein, dass der gleich umgesetzt wird. Der wartet. Ich setze den jetzt in die First Fleet. Transfer. So. So, 1, 2, 3 noch dazu. Planetary Exploration haben wir was von gestohlen, sehr gut. Das freut mich wirklich, weil die besseren Exploration Scanner, die habe ich halt diesmal gar nicht mit in die Forschung aufgenommen, weil das ist ja fast fertig. Das packen wir eben ganz schnell rein. Weil das unseren Explorern halt ermöglicht, mehr Sachen zu finden. Das dauert 10 Tage, das ist hier ruckzuck durch eben. Dann können unsere beiden Explorerschiffe sich einmal retrofitten. Das werden die wahrscheinlich dann auch umgehend machen. Wir werden es hier ja sehen. So, jetzt werden wir angegriffen wieder. So. Diesmal lassen wir uns das nicht bieten. Das erste Explorer-Schiff macht schon den Retrofit, also die Aufrüstung. So, da kommt unsere Flotte. Mehr muss ich glaube ich nicht sagen, oder? Versucht zu fliehen, wird er nicht mehr schaffen. So, schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ich bin so happy, ey. Das ist echt mal ein gutes Gefühl. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Was habe ich? Ach, jetzt bin ich gesprungen. Sowas Blödes. Wartet mal kurz.
So. Okay, also Flotte hierher. Wir haben noch ein paar zusätzliche Schiffe jetzt reingepackt, habe ich ja gesagt. Da kommen nochmal zwei raus. Dann sind wir insgesamt bei, was hatten wir, glaube ich, 7. Dann müssen wir 10 Schiffe gleich haben. Jetzt sind 8. Oh ja, ich muss die neu zu bauenden Schiffe. Ah, das geht nicht hier, das geht hier. Military Ships. Das, das und das. Die kommen noch mit zur First Fleet. Dann sind es 11 Schiffe sogar. Habe ich mich vertan. Okay. Aber 11 ist auch gut. So, dann machen wir gleich, wie gesagt, den Retrofit. Die Technologie hätte ich gern schon noch drin, bevor wir sie dann auf Automatik stellen. Und dann sollen sie einfach verteidigen, was da zu verteidigen ist. Der Admiral sitzt hier auf der Overpowering Predator. Das ist dann das Flaggschiff. Das hat jetzt aber so keine Bedeutung. Ihr Weicheier. Ihr wisst gar nicht, wie gut das tut. Jetzt bieten sie uns plötzlich Schutzgeldzahlung an. Nö. Jetzt zahlen wir kein Schutzgeld mehr. Wir werden auch die Schutzgeldzahlung bei der anderen Fraktion bald einstellen. Weil wir es können. Sorry, ich drücke immer die 1. Wir sind ja schon da. Ich bin so froh. Und das wird gleich noch steigen, wenn wir hier die besseren Technologien haben, wie gesagt. Die Deflektoren packe ich noch vor die Starfighter, weil jetzt ist es für die Basen gerade nicht mehr ganz so wichtig, die Starfighter zu bekommen, weil sie ja jetzt von der Flotte verteidigt werden können. So, und die Expanded Civilian Ships kommen danach, damit wir auch Fuel Tanker haben und natürlich auch Kolonieschiff. Wichtig. Wichtig, wichtig. Okay, was machen wir danach? Waffen, hatte ich ja gesagt. Müssen wir hin. Dann wollen wir nämlich, ja, wir können die besseren Reaktoren, die brauchen wir natürlich sowieso. Machen wir die mal rein. Dann kommen die verbesserten Torpedo, die, also die ersten. Das andere ist ja hier die Basic, sag ich mal, oder die Frühtechnologie. So, und dann die Early Beam Weapons. Und Point Defense wollen wir natürlich auch haben. Das heißt, wir forschen mal das und das. Ah, so. Wir können auch die Bodentruppen natürlich durch diverse Technologien verbessern, aber nicht nur dort. Zero-G-Combat ermöglicht dann halt auch eben die Ausbildung von Truppen, die wir für Boarding von Fremdschiffen benutzen können. Aber gut, brauchen wir jetzt noch nicht, denke ich mal. Das ist eine 21 Jahre lange Technologie, das brauchen wir definitiv auch nicht. Hier sind noch bessere Antriebe, die sollten wir dann auch nehmen. Die sind dann halt für den Unterlichtflug entscheidend. Das Maneuvering ist halt eben Wenderadius und sowas. Alles ist auch wichtig. Deswegen gehen wir dann dahin und dahin. Und ich denke, dass wir dann noch die bessere Panzerung machen. Und dann sind wir, denke ich, ganz gut aufgestellt. Das lassen wir jetzt erstmal alles durchlaufen. Aber wie gesagt, wir machen gleich, wenn das fertig ist, schon mal einen Retrofit. Und stellen die Flotte auf Automatik und dann können wir uns wieder ganz auf den Aufbau des Imperiums bauen. Und ich denke, dass wir dann auch die Schutzgeldzahlung einstellen werden. Für diese andere Kasper-Truppe, ne? Elf ist so eine unschöne Zahl, ne? Okay, sie sind wirklich so wahnsinnig und greifen nochmal an. Ich baue eben noch ein Schiff.
So. Dann hat die Flotte nämlich 12 Schiffe. So, wo werden wir denn angegriffen? Ha! Hier direkt vor Ort. Das ist ja mutig. Sind da noch mehr Angreiferschiffe oder nur das eine? Nur das eine. Schade. Es flieht schon. Es flieht schon. Es will einfach nur Unruhe stiften. So. Wir warten auf das 12. Schiff. Wir schicken die aber schon mal zum Retrofit alle. Ja, Blödsinn. Machen wir nicht. Wir warten ja noch auf die Technologie. Was ist hier los? Da sind noch mehr. So. Die Schiffe haben gerade alle den Retrofit-Befehl und kommen da gerade nicht raus. Wartet mal, einmal stoppen. Und neu. Und dann greifen die auch alle an. Und dann ist dieses Schiff auch in kürzester Zeit erledigt. Wegspringen kann es auch schon nicht mehr. Jetzt ist das Target-Tracking hinüber, erforscht. Warte mal, da ist ein Construction-Schiff. Wird angegriffen. Ist das unser System noch? Ja, da müssen wir da auch noch eben hin. Ah, das ist schon eine andere Nummer hier. Das ist schon wieder so ein Fleet Destroyer. Aber, sorry Leute, das mit dem hin und her springen, tut mir leid. Aber es ist trotzdem kein Problem. Aber der ist natürlich auch richtig, richtig krass stark, also. So, aber jetzt kriegt er Probleme hier. Schaut euch das mal an. Der kommt nicht mehr weg. Sehr schön. Es tut so gut. Es tut so gut, Leute. So, jetzt bitte zum Retrofit. Jetzt ist hoffentlich mal gerade 2 Minuten Ruhe. Können von denen halt auch nichts fordern. Ja, die auch ziemlich vermessen, ne? Aber egal. So, mit denen haben wir noch ein Schutzabkommen. Ich würde jetzt wirklich nochmal eben warten, aber wir werden nicht mehr lange Schutzgelder zahlen. Das sehe ich nicht ein. Und diese Forschung werden wir mal eben crashen. Ist ja nicht so lange dauert. Wir werden nicht drauf warten für die Flotte, aber. Die kommt dann ja bald den Schiffen zugute. So, die wird noch gebaut. Und jetzt machen die halt ihr Retrofit gerade. Die kommt gleich dazu. Die ist natürlich dann auch schon das neueste Modell. Die muss nicht mehr retrofittet werden. Die Discarded Conquest. Schauen wir gerade mal, wenn die hier gleich rauskommt. Basic Space Commerce. Dadurch ist sie auch komplett fertig geworden. Sehr schön. Dann können wir jetzt ein Commerce Center bauen. Oh, Moment. Ich glaube, dass das ein Gebäude ist, das wir hier bauen können. Nee. Commerce Center kann auf Starbases aber gebaut werden. Deswegen müssen wir da mal eben ein Update machen. Und ich glaube auch bei den anderen Stationen, denn dann können Händler die halt auch anfliegen und da irgendwie Handel betreiben. Irgendwie war doch was da. So, also. Upgrade. 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 Upgrade.
Ach, die wird noch gebaut gerade. Okay. Hier ist aber gar kein... Doch, da ist das Konstruktionsschiff. Okay, haben wir neue... Was... Das ist auch hier, okay. So, jetzt ist die Flotte aber gerade im Retrofit. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich einmal kurz aussetzen hier. Nee, die Flotte ist fertig mit dem Retrofit. Dann pass mal auf. Different. Same System. Wir werden sehen, dass die gleich... Ja. Dass die hier gleich reinwarpt. Und sich kümmert. Da müssen wir jetzt nichts mehr machen, da kommen sie schon. Wir sind beide erledigt. Keine Verluste. Die fliegen zur Reparatur. Wunderbar. Geradet haben sie trotzdem. Weil sie zu lange da waren, konnten sie Truppen absetzen. Und auch wenn sie Truppen nicht zurück können, ist das Geld dann scheinbar weg. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, jetzt sind sie automatisiert. Das sollte jetzt nicht mehr passieren. Schauen wir einfach mal. Gut, Leute. 30 Minuten. Erfolgreiche Folge. Wir könnten noch eine zweite Flotte jetzt bauen. Die Mittel haben wir. Aber diese eine Flotte wird erstmal reichen. Die wird lange reichen. Die hat eine Stärke von 856. Wie gesagt, wird konstant steigen durch die neuen Deflektoren, dann die Waffen und so. Wird die konstant besser. Und dann können wir hier uns wirklich nicht mehr beklagen. Und ich denke, wir haben es dann geschafft. Der Kipppunkt, der ist überstanden. Ne? Von daher, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.